So, hallo und herzlich willkommen zu meiner heutigen Kurzrezension von Imperial Settlers, von dem Autor von Robinson Crusoe, was ja unfassbar beliebt war. Und wie man hier schon sieht, auch dieses Spiel hat ganz, ganz viele Awards bekommen oder war dafür nominiert, hat wahre Begeisterungsstürme ausgelöst, sehr, sehr viele positive Rezensionen auf Boardgame, ganz viele positive Kommentare. Und auch ich bin nachhaltig begeistert davon. Ich bin ja normalerweise so eher der Mensch, der thematische Spiele spielt, sowas wie Eldritch Horror, Cosmic Encounter, XCOM, Netrunner und so diese klassischen, sag ich mal, Eurogames, wo man hier so Waren hat, die man irgendwie handeln muss mit irgendwelchen Aktionen und so. Das ist normalerweise immer nicht so meins. Klar gibt's da Spiele, die gut sind, die Spaß machen, wo ich sage, hey, wenn ihr auf sowas steht, könnt euch das gefallen. Aber dieses Spiel hier hat mir richtig, richtig gut gefallen. Also, vielleicht ist es momentan auch noch die Euphorie der ersten paar Partien, aber seit Terra Mystica hat mir, glaube ich, wenig so gut gefallen. Es hat mich auch sehr, werde ich auch gleich merken von manchen Effekten her, an Ruhm für Rom erinnert, was ich auch sehr, sehr, sehr gut fand und sehr, sehr mochte. Und in diesem Video jetzt werde ich euch einfach eine kurze Übersicht geben. Was gibt es hier alles? Was macht man damit? Wie spielt sich dieses Spiel? Warum finde ich es gut? Was finde ich vielleicht nicht ganz so gut daran? Ohne dabei zu sehr in die Tiefe zu gehen. Wenn ihr das dann alles im Detail wissen wollt, habe ich noch andere Videos dazu gemacht. Ich habe ein Regelerklärvideo gemacht, wo ich so die kompletten Regeln erkläre, wie macht man welche Aktion, welche Varianten gibt es, wie läuft das wirklich im Detail ab. Also wenn ihr einfach nur die Regeln genau lernen wollt, dann guckt euch dieses Video an, da wird das alles im Detail erklärt. Wenn ihr dann die Regeln vielleicht kennt und wisst nicht so genau, wie läuft jetzt so ein Spiel ab, worauf muss ich achten? Ich habe eine komplette Solo-Partie mit den Barbaren, die hier auch ausliegen, als Let's Play-Video gemacht, dann könnt ihr euch auch das angucken. Und wenn ich es zeitlich schaffe, werde ich auch noch ein Strategievideo dazu machen, wo ich so ein bisschen auf die grundlegenden Konzepte des Spiels eingehe, worauf muss man achten, was sind so Basisstrategien, wann sollte man welche Aktion machen, damit man einfach so ein bisschen tieferes Verständnis für dieses Spiel bekommt, wobei man das natürlich auch alles selbst rausfinden kann. So, fangen wir erstmal mit dem Grundsätzlichen an. Worum geht's in Imperial Settlers? Jeder Spieler schlüpft in die Rolle von einer Fraktion. Das können entweder Barbaren sein, Japaner, Ägypter oder Römer. Legt dann das Tableau hier aus. Am Anfang hat man noch gar keine Karten ausliegen. Und jede Fraktion hat ihr eigenes Kartendeck, wo komplett unterschiedliche Karten drin sind. Also die Karten, die hier bei den Ägyptern drin sind, die unterscheiden sich von denen, die hier bei den Römern drin sind. Und jedes Volk hat durch die anderen Karten auch andere Strategien, andere Abläufe, die sie haben muss. Manche müssen ganz viele Handelsabkommen haben, manche müssen ganz viele Ressourcen haben, manche müssen ganz viele von diesen Schwertern haben und damit dann sinnvolle Dinge machen. Also man muss wirklich jede Fraktion komplett eigenständig lernen, wie spiele ich sie, wenn ich dieses Spiel kann und habe bisher immer nur die Barbaren gespielt und spiele danach irgendwie die Ägypter, werde ich wenig Punkte machen, verlieren. Man muss sich da wirklich reinfuchsen und braucht da auch so 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Partien pro Fraktion. Es sind 4 Fraktionen nur im Basisspiel drin. Allein dadurch weiß man, man hat schon mal sehr viele, also es hat einen hohen Wiederspielwert und eine lange Lernkurve und ja, einfach unglaublich spaßig und gut. Wie läuft das Spiel jetzt vom Prinzip her ab? Am Anfang des Spiels bekommt erstmal jeder, wie gesagt, die Kartenauslage ist normal leer, man hat nur dieses Tableau vor sich liegen, man bekommt 2 Karten von seinem Fraktionsdeck und 2 Karten vom allgemeinen Deck und dann geht das normale Spiel los, dann kommt erst die Kartenphase, sprich ich ziehe immer automatisch eine meiner Karten von meinem Fraktionsdeck und dann ziehe ich 3 Karten vom allgemeinen Deck, suche mir einen aus, wenn ich das Spiel zu zweit spiele, gebe die anderen Karten meinem Mitspieler, der sucht sich einen aus, die andere Karte wird abgelegt, dann macht er das gleiche, nimmt 3 Karten, sucht sich einen davon aus, behält die, ich gucke mir an, was bekomme ich da, überlege, was möchte ich da haben und die andere Karte wird abgelegt. Danach kommt dann die Produktionsphase. Jedes Volk hat seine eigenen Waren, die es bekommt. Die sind immer ein bisschen minimal unterschiedlich von Volk zu Volk. Die Barbaren bekommen zum Beispiel 5 Arbeiter, ein Schwert und ein Schild. In Runde 1 ist das alles, was man bekommt. In Runde 2 oder 3, wenn ich schon so ein paar Produktionsgebäude gebaut habe, die hier in der Reihe ausliegen, würde ich jetzt noch ein Schwert und einen Arbeiter bekommen, 2 Holz. Das ist übrigens ein Kritikpunkt diesem Spiel, dass die Symbole und auch die Schrift ein bisschen klein ist. Das könnte alles ein bisschen größer sein. Hier würde ich wieder ein Schwert und einen Arbeiter bekommen. Und hier würde ich halt ein Apfelprobengebäude bekommen und das wäre dann mein Ertrag, meine Ressourcen, die ich für diese Runde zur Verfügung hätte. Danach würde dann die Aktionsphase anfangen und das ist so ein bisschen das Herzstück des Spiels. Da muss ich dann die Ressourcen, die ich bekommen habe, optimal verwalten. So, das wären jetzt die Ressourcen, die ich in dieser Runde bekommen hätte. Und wichtig ist auch, man im Prinzip muss man versuchen, alle Ressourcen auch wirklich loszuwerden, weil man kann nichts aufsparen. Am Ende der Runde, nachdem die Aktionsphase durch ist, kommt eine Aufräumphase. Alles, was ich nicht benutzt habe, kommt weg und ich bekomme nächste Runde wirklich nur das, was ich jede Runde produziere.
So, und was mir jetzt die Aktion nicht machen kann, zum einen kann ich einfach einen Ort bauen. Dazu suche ich mir einen Ort aus. In dem Fall stehen hier oben die Baukosten. Ein Stein, das ist ein allgemeiner Ort. Das heißt, ich lege die nach rechts. Allgemeine Orte immer nach rechts. Fraktionsspezifische Orte immer nach links. Bezahle dann eben den Stein dafür und habe dann den Ort gebaut. Und immer wenn das Produktionsorte sind, produzieren die automatisch in dem Moment. Das heißt, ich würde sofort einen Siegpunkt dafür bekommen. Das wäre das Bauen. Manchmal steht auf solchen Karten auch drauf, wie hier, beim Gesinde muss ich ein Holz zahlen und so ein Haus. Das heißt, ich muss ein anderes Gebäude opfern. Das heißt, ich würde jetzt das bauen, weil es eine Aktionskarte ist, würde ich sie hier unten hinlegen. Dann würde ich ein Holz ausgeben und müsste mir jetzt eines meiner Gebäude aussuchen, das ich dafür opfern will. Dann nimmt man meistens die allgemeinen Gebäude. Und ich würde jetzt sagen, hier diese Ruinen, die haben eh nur einen einmaligen Wert und sind im Prinzip genau dafür gedacht. Schmeiße ich weg. Und habe das dann damit gebaut. So, dann eine Basisaktion, die ich vielleicht vorher noch erzählen sollte. Ich kann immer zwei Arbeiter gegen eine beliebige Ressource eintauschen. Ich kann also sagen, ich gebe zwei Arbeiter aus und ziehe dafür eine Karte vom allgemeinen Deck, eine von meinem Fraktionsdeck. Ich kann mir dafür ein Holz holen, einen Stein oder einen Apfel, also Nahrung. Ich darf mir dafür nicht so ein Schwert holen, ich darf mir nicht einen Arbeiter dafür holen. Das heißt, ich könnte jetzt sagen, ich tausche zwei Arbeiter gegen einen so einen Apfel, also eine Nahrung. Warum? Auf meinen Fraktionskarten steht immer unten dieses Symbol hier, das ist das Handelsabkommen. Ich kann einen Apfel, das ist immer ein Apfel, ausgeben und mache daraus ein Handelsabkommen, bekomme dann jetzt sofort ein so ein Schwert und später auch zu jedem Rundenanfang in der Produktionsphase auch alles, was hier in Handelsabkommen liegt. Und da können wirklich viele liegen später mal. So, das nächste, was ich machen kann, ist einen Ort zerstören. Ich kann eines dieser Schwertdinger nehmen, es ausgeben und darf dann einen Ort, der so ein Zerstörungssymbol hier hat, wählen, den zerstören. Ich würde sagen, ich zerstöre diesen Ort und bekomme dafür dann das, was hier steht, sprich ein Gold und ein Stein als Belohnung. Würde mir das dann nehmen, hätte das als Ressource zur Verfügung. Auch eine Möglichkeit, an Ressourcen zu kommen, ohne das Ding bauen zu müssen. Und manchmal bekommt man sogar noch Punkte fürs Zerstören. Vor allem die Barbaren bekommen das. Ich kann auch, wenn ich möchte, bei Mitspieler Gebäude zerstören, und zwar nur seine allgemeinen Gebäude. Dafür muss ich aber zwei von diesen Schwertern benutzen, bekomme dann auch den Ertrag hier. Der Ort wird dann umgedreht, der Mitspieler bekommt sofort ein Haus, ein Gold, der Mitspieler bekommt sofort ein Holz und wenn er später mal ein Gebäude mit einem Haus bezahlen müsste, könnte er dafür dieses zerstörte Gebäude abwerfen. Das ist also ganz gut für ihn, natürlich verliert er dadurch ein bisschen Produktion oder Aktion, das ist nicht ganz so geil. Und diese Schilddinger sind dafür da, die kann ich in meiner, wenn ich dran bin, auf ein Gebäude legen und dann werden die Kosten nochmal um eins erhöht, sprich dann braucht mein Gegner schon drei Punkte, um drei Schwerter, um das Gebäude zu zerstören. Das überlegt man sich dann wahrscheinlich. Und schließlich das Letzte, was ich machen kann, ich kann hier also Aktionsorte hinspielen und um den dann zu benutzen, wie zum Beispiel hier, da könnte ich halt ein Männchen drauflegen, um mir dann einen Rohstoff von meinem Mitspieler zu klauen und das Männchen lege ich hier hin, weil ich darf Aktionen normalerweise nur einmal pro Runde machen, das wird dadurch angezeigt. Manche Orte wie den hier kann ich zweimal pro Runde aktivieren, das heißt, da kann ich zwei Männchen drauflegen und würde dann zwei Holz dafür bekommen. Das waren alle Aktionen, die ich machen kann. Danach kommt dann, wie gesagt, die Aufräumphase, sprich hier kommt alles weg, was ich gebraucht habe, was ich nicht gebraucht habe. Auch hier, was ich darauf gelegt habe, kommt weg. Jedes Volk kann eine bestimmte Ware lagern. Die Barbaren dürfen beliebig viele Männchen lagern, was auch ganz gut ist, weil die viele Männchen bekommen, die aber meistens auch alle wieder ausgeben. Andere dürfen irgendwie Gold lagern oder was auch immer. Nur die Handkarten behalte ich alle, die ich nicht gespielt habe. Dann beginnt die nächste Runde. Insgesamt spielen wir 5 Runden und wer nach 5 Runden die meisten Punkte hat, der gewinnt. Wobei wir eben einerseits Punkte direkt im Spiel für manche Aktionen bekommen und am Spielende zählt jedes Fraktionsgebäude 2 Punkte, jedes allgemeine Gebäude 1 Punkt. So, das war eine Kurzübersicht über das Spiel. Was macht dieses Spiel jetzt so toll und interessant? Man muss halt immer wirklich jede Runde knobeln und überlegen, wie nutze ich meine Karten am besten. Die Seele des Spiels sind auf jeden Fall Karten. Das heißt, gerade in den ersten 1, 2, 3 Runden werdet ihr die meisten Arbeiter im Idealfall nur dafür ausgeben, Karten zu ziehen, weil in diesem Fraktionsdeck sind die Karten drin, die ihr braucht, um mit eurer Fraktion Siegpunkte zu machen. Das heißt, die will man haben. Man möchte im Idealfall alle 30 Karten gezogen haben. Und dann ist es aber auch immer nicht nur darauf gehen, diese Karten zu setzen, weil man will ja auch ein paar Ressourcen haben, ein bisschen was machen können, dadurch vielleicht Punkte generieren, mehr Karten bauen können. Das heißt, man muss überlegen, spiele ich jetzt eine Karte aus und bekomme dafür das, was sie produzieren oder möchte ich vielleicht mir die Ressourcen hier sparen und spiele sie lieber als Handelsabkommen, dann bekomme ich das sicher, das kann mir auch keiner wegnehmen, aber die 2 Punkte sind natürlich auch weg am Ende. Gebe ich vielleicht sogar Ressourcen aus, um, also meistens Arbeiter, um Aktionen zu nutzen. Oder möchte ich einfach eine Handkarte, die ich auf der Hand habe, zerstören? Dann bekomme ich nicht das, was sie produzieren, eine sonstige Fähigkeiten, aber ich bekomme sofort die Waren, die ich vielleicht für andere Sachen einsetzen kann. Zum Beispiel hier ein Männchen, auf einer anderen Karte ein Männchen, sind 2 Männchen, ist eine neue Karte, die mir was bringt. Von welchem Deck ziehe ich Karten? Na klar, muss ich primär Karten vom Fraktionsdeck ziehen, aber ab und zu, gerade die Barbaren, wenn die Karten zerstören müssen, müssen die auch Karten vom allgemeinen Deck ziehen. Und ich darf natürlich keine Ressourcen mitnehmen, also muss ich zusehen, dass ich nächste Runde genug Ressourcen bekomme, um wirklich was zu machen. Und es ist oft so, dass
die ersten 1, 2, 3 Runden manchmal ablaufen, dass man wirklich wenig macht, primär auch nur Karten zieht, ein paar Gebäude raus hat, vielleicht auch noch wenig Punkte hat und dann in Runde 4 und gerade in Runde 5, da muss dann alles funktionieren, da muss man alles zünden und dann richtig viele Punkte machen. Und wenn das so funktioniert, was es tut, wenn ihr das Spiel ein paar Mal gespielt habt mit einer Fraktion, dann macht das einfach unfassbar viel Spaß, auch wenn man es oft hat, dass man in Runde 1 und 2 da sitzt und sagt, ah, du, mein Mitspieler, du hast voll viele Ressourcen und hast voll viele Sachen gebaut, das ist ja voll doof, aber das wird sich dann meistens in Runde 4 und 5, wenn man alles richtig gemacht hat, ändern, dann macht man richtig viele Punkte, man kann dann 60, 70 Punkte in einer guten Runde machen und so 100 ist schon ein guter Score, am Anfang ist man schon froh, wenn man 60 hat, später ist alles über 100 auf jeden Fall gut und ja, das ist einfach sehr, sehr gut. Allein durch die vier Fraktionen ist halt sehr, sehr viel Vielfalt da drin. Man muss die halt alle lernen, gucken, wie spiele ich damit. Und es kommen noch Erweiterungen dazu raus. Es wird vielleicht einfach eine Deckbauvariante geben, was ich nicht so geil finde. Ich finde es halt toller, wenn man es mit dem vorgefertigten Deck spielt. Und es ist einfach ein super tolles Spiel. Nett aufgemacht von den Regeln her, so einfach, man hat das schnell verstanden. Es ist sehr, sehr, sehr ja, rewarding, es zu spielen, weil man auch ständig Erfolgserlebnis hat, weil ständig irgendwas klappt. Vielleicht nicht so gut wie beim Mitspieler, aber es macht einfach sehr, sehr, sehr viel Spaß. Und ist für mich definitiv eines der Highlights dieses Jahr. Also wenn ihr auf solche Art von Spielen steht, dann ist Imperial Settlers auf jeden Fall was ihr auf jeden Fall angucken solltet. Wie gesagt, wenn euch jetzt euer Interesse geweckt ist, guckt euch die anderen Videos an, wo ich das alles ein bisschen mehr im Detail erkläre. Vor allem das Let's Play Video. Da seht ihr gerade in Runde 4 und 5, wie man da abgeht und was man da alles machen kann. Und ja, wenn irgendwie euer Interesse geweckt ist, guckt es euch an, spielt es. Und ich denke, ihr werdet es nicht bereuen. Wünsche euch, wenn ihr es euch zulegt, ganz, ganz, ganz viel Spaß damit. Sage bis bald und tschüss.